Neuer Umzug, alles erledigt, eigene Bude, eigenes Internet. Für diejenigen, die zum ersten Mal ihr Internet einrichten wollen, bleibt einfach dran. Damit du überhaupt weißt, dass bei dir vor Ort möglich ist, empfiehlt es sich immer, eine sogenannte Verfügbarkeitsprüfung zu machen. Denn die sagt ganz klar aus, welche Anschlussart, DSL, Kabel oder Glasfaser bei dir möglich ist und bis zu welcher Geschwindigkeit du gehen kannst, ob vielleicht nur eine 50er Geschwindigkeit möglich ist oder eine Gigabyte Geschwindigkeit. Welche Geschwindigkeit ist die richtige für mich? Ein 1- oder 2-Personen-Haushalt braucht keine Gigabit Geschwindigkeit. Man sagt ungefähr pro User im Haushalt 20 bis 25 Mbits plus die ganzen Geräte empfehle ich bei 2 Personen im Haushalt immer nur 100 Mbit Leitung. Seid ihr aber 4, 5 User im Haushalt, empfehle ich hier eher die 250er oder 500er Leitung, damit alle gleichzeitig in der vollen Geschwindigkeit und in Ruhe surfen können. Wenn du dich mit Routern nicht auskennst, empfehle ich, dir einen Router zu mieten. Warum? Wenn du den Router bei deinem Anbieter mietest, kommt dieser voreingestellt zu dir. Das heißt, am Tag der Freischaltung kommt der Techniker, schaltet dein Internet frei, du schließt den Router an, brauchst nichts einstellen, hast sofort Internet und kannst sofort lossurfen. Hast du mal Probleme mit dem Router oder mit den Einstellungen, kannst du einfach bei der Hotline anrufen und die kann auf den Router zugreifen und dir sofort helfen. Du bist dir unsicher? Dann buch doch einfach einen Termin bei unserer kostenlosen DSL-Beratung. Hier sitzt ein Team von Experten, die auf jede deiner Frage die passende Antwort hat. Bevor ihr euren Router an Strom anschließt und ins Internet gehen wollt, macht euch bitte vorher Gedanken, wo ihr den Router platzieren wollt, denn Folgendes ist wichtig. Mich hast du mit Hoheit anzusprechen und wag es ja nicht, mich auf den Boden abzustellen. Ich bin doch kein Spießbürger. Der Router sollte nicht stumpf auf dem Boden stehen. Zweitens. Was für eine Unverschämtheit! Stell mich doch nicht mit diesem Pöbel zusammen! Der Router sollte nicht zwischen Geräten stehen, die Strahlung absondern, damit das WLAN-Signal nicht gestört wird. Und dritter Punkt, der Router sollte schon eine zentrale Rolle im Raum einnehmen. Ja, genau! Ich gehöre im Nabel der Welt! Damit ihr dementsprechend überall WLAN-Signal habt. Habt ihr den perfekten Platz für euren Router gefunden, kommen wir nun zum Anschließen. Wir haben hier als Beispiel mal eine Cablebox genommen von der AVM, das ist die 6591, in der ich euch mal zeigen möchte, welche Anschlüsse eigentlich bei so einem Router immer dabei sind. Also ihr habt meistens sogenannte LAN-Anschlüsse, 4 Stück, da könnt ihr den LAN-Kabel drin platzieren. USB-Anschlüsse, um USB-Sticks oder sogenannte NAS-Server zu installieren. Telefonanschlüsse, um Telefone zu platzieren. Und hier unten natürlich den sogenannten Stromanschluss. Das Gerät braucht natürlich Strom. So, jetzt zum wichtigsten Part. Hier unten habt ihr sozusagen den Anschluss, der ins Internet führt. Hier ist es eine Kabelvariante, deswegen ein Koax-Anschluss. Bei einer DSL-Variante habt ihr statt dieses Koax-Anschluss einen grauen LAN-Anschluss, wo DSL draufsteht. Da muss einfach das Kabel von der Telefondose einfach reingesteckt werden. Und bei Glasfaser ist es ähnlich, auch ein Schraubverschluss, nur habt ihr hier einen Stift in der Mitte. Kommen wir nun zum Zubehör. Bei den meisten Routern ist folgendes Zubehör dabei. Ein Anschlusskabel, um vom Router ins Internet zu kommen. Natürlich die Stromkabel, damit ihr das Gerät mit Strom versorgen könnt. Meistens eine Kurzanleitung, wie das Gerät installiert wird. Und der wichtigste Punkt, ein sogenanntes Datenblatt, wo das WLAN-Passwort und das Gerätepasswort vom Router draufsteht, damit ihr natürlich auf den Router zugreifen könnt, um ihn dementsprechend einzustellen. Ihr habt den Router platziert. Jetzt kommen wir zum Anschließen. Router nehmen, relativ einfach Strom anschließen. Dann fangen die LEDs an zu blinken. Wie ihr seht, WLAN-Signal steht. Das heißt, ab jetzt können wir auf den Router zugreifen. Deswegen machen wir Folgendes. Packen den Router beiseite, also platzieren ihn da, wo er hin soll und schlappen jetzt unseren Laptop. Dafür einfach in den Laptop gehen, rechts unten WLAN-Netzwerk aussuchen. Meistens ist dementsprechend der Routername das neue Netzwerk. Wählt es aus. Er verbaut die Verbindung auf und wird einen sogenannten WLAN-Schlüssel haben. Dieser steht immer auf so einem Beipackzettel mit dabei. Kleiner Augenblick. Zack, baut die Verbindung auf, das dauert so ein bisschen und dann bing, kommt rechts unten die Meldung, Verbindung hergestellt, aber kein Internet. Ist ja auch logisch, wir müssen den Router noch einrichten. So, aber jetzt haben wir eine Verbindung zwischen dem Laptop und dem Router hergestellt. Jetzt können wir vom Laptop aus auf den Router zugreifen. Dafür öffnen wir den Browser. So, und gehen dafür auf die Routerseite. Wie ihr hier als Beispiel haben, die Fritzbox, da ist die Seite immer gleich, http://fritzbox. Je nachdem, welchen Router ihr habt, kann die Seite unterschiedlich sein. Ruft die Seite auf. Dann will er ein sogenanntes Gerätepasswort haben. Auch dies steht immer auf so einem Beipackzettel mit drauf. Kleiner Blick. Wir loggen uns ein
Und tada, wir sind in der Benutzeroberfläche des Routers. Jetzt suchen wir eigentlich nur den Punkt Einrichten. Bei den meisten Routern gibt es eine automatische Einrichtung, da klickt man drauf. Je nachdem, welchen Anschluss man hat, DSL, Kabel oder Glasfaser, sind die Wege des Anschlusses und des Aktivieren des Internets unterschiedlich. Folgt einfach den Anweisungen des Routers bzw. des Beipackzettels oder nutzt die Hilfe der jeweiligen Anbieter. Dann das Internet in Ruhe einrichten, meistens zieht sich die Daten automatisch, kurz abwarten und zack, seid ihr online und könnt eigentlich sofort lossurfen. Himmel, ein ungebetener Gast! Wache, wache! Euer Internet läuft, ihr freut euch, dann empfehle ich jetzt Folgendes, und zwar den WLAN-Namen ändern und natürlich auch das Passwort ändern. Hier müsst ihr nicht nur auf Zahlen gehen, sondern könnt Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen nutzen. Jetzt braucht ihr natürlich einen neuen QR-Code. Warum braucht ihr den QR-Code? Mit einem QR-Code kann man sehr viele Geräte, zum Beispiel ein Smartphone, sehr schnell und sehr einfach mit eurem WLAN-Netzwerk verbinden. Das heißt, wenn ihr es ausgedruckt habt, kann man mit dem Handy einfach den QR-Code scannen, 3, 2, 1, zack, schon hat das Gerät WLAN, ist im Internet und kann lossurfen. Ein weiterer Punkt empfiehlt sich, dass ihr die Geräte, die bei euch ins WLAN einloggen, auch namentlich benennt. Dann habt ihr eine wunderbare Sortierung und könnt immer genau schauen, wer wann wo bei euch ins Internet geht. Und wenn du schon mal hier bist, abonniere noch meinen Kanal, weil so verpasst du keine spannenden Videos mehr, wie zum Beispiel mein Moin Helge Video, wo ich dir erkläre, wie du den Internetanbieter wechselst ohne Probleme.